News TV, deine Stadt im Überblick. Hallo und herzlich willkommen zu einem News TV Spezial zum Tag der Deutschen Einheit. Unser heutiger Gesprächspartner war einer der Architekten, der an den vielen Vorbereitungen, die zur Deutschen Einheit führten, beteiligt war. Rudolf Seiters war damals Chef des Kanzleramtes und Minister für besondere Aufgaben. Emilia und Jonathan haben sich einige Wochen Zeit für die Erstellung dieses Interviews genommen, mit dem wir hoffen, euch spannende Einblicke aus der ersten Reihe der damaligen verantwortlichen Politik geben zu können. Wir haben den heutigen DRK-Ehrenpräsidenten mit 19 Fragen im Gepäck in seinem Haus in Papenburg besucht. Viel Spaß! News TV, deine Stadt im Überblick. Es waren bewegte Zeiten und Rudolf Seiters erinnert sich gerne an sie. Als Kanzleramtsminister stand er neben Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft, um die Ausreisegenehmigungen für DDR-Flüchtlinge zu verkünden. Gleichzeitig war er als Spitzenpolitiker der BRD und enger Vertrauter Helmut Kohls einer der Führer der Verhandlungen mit der DDR und machte sich auch im weiteren Verlauf der innerdeutschen Politik einen Namen. Seine Karriere ging nach der Wiedervereinigung noch weiter. Er wurde 1991 zum Bundesminister des Inneren ernannt und war danach von 1994 bis 1998 stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und von 1989 bis 2002 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Heute ist er Ehrenpräsident des Deutschen Roten Kreuzes. Gehen wir also zurück in die Zeit der Wiedervereinigung und steigen ein in unser Interview mit Rudolf Seiters. Guten Tag, Herr Seiters. Schönen guten Tag. Was waren damals Ihre Zuständigkeiten als Bundesminister für besondere Aufgaben? Naja, neben der Aufgabe, die Regierungsarbeit zu koordinieren und zu sehen, dass die Gesetzgebungsarbeit auch reibungslos verläuft, war eine spezielle Aufgabe Verhandlungen mit der DDR. Das war nach dem Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik so vereinbart. Die DDR hätten am liebsten den Außenminister als Gesprächspartner gehabt wegen der Zwei-Staaten-Theorie und wir das innerdeutsche Ministerium. Also Kanzleramt, und zwar haben vor mir Wolfgang Schäuble und Philipp Jenninger verhandelt. Ich habe meinen Antrittsbesuch gemacht bei Erich Honecker dann im Juli 1989 und später dann, als die Flüchtlingsfrage so in den Vordergrund trat, die Verhandlungen mit verschiedenen Persönlichkeiten, dem Außenminister Fischer, dem ständigen Vertreter der DDR in Bonn, Schalk-Kolodkowski, Rechtsanwalt Vogel und so weiter. Die zweite Frage. Inwiefern hat sich die bundesdeutsche Spaltung auf Ihre Bundestagsmandate generell ausgewirkt? Ich bin niedersächsischer Bundestagsabgeordneter gewesen. Niedersachsen ist ein Grenzland zur DDR, hat die längste Grenze, und von daher war uns als norddeutsche Abgeordnete das Thema Wiedervereinigung bzw. Teilung und Spaltung immer schon ein besonderes Thema, und so habe ich mich, also bevor ich ins Parlament kam, auch immer schon mit den Fragen der deutschen Teilung auseinandergesetzt. Zu welchem Zeitpunkt wurde Ihnen bewusst, dass die Mauer fallen würde? Wir waren völlig überrascht. Ich saß an dem Tag mit Wolfgang Schäuble, dem Innenminister, und den Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, CSU und FDP im Kanzleramt. Der Bundeskanzler und der Bundesaußenminister waren in Warschau auf Staatsbesuch, als plötzlich die Meldung hereinkam, die uns total überrascht hat. Ich hatte am Vormittag noch zu meinem stellvertretenden Büroleiter gesagt, er könne heute ruhig früher nach Hause gehen, heute würde nichts mehr passieren. Also mit anderen Worten, total überrascht. Gab es denn schon vorher offizielle Pläne für ein geeintes Deutschland? Und wenn ja, wie sahen diese denn aus? Es gab keinen Masterplan. Warum nicht? Da will ich einen unverdächtigen Zeugen zitieren, nämlich Richard Schröder. Der war in der Volkskammer der DDR Vorsitzender der Fraktion der SPD, Professor für Theologie in Ost-Berlin. Und er hat gesagt, warum hatte die Bundesregierung keinen Masterplan? Warum hat sie sich nicht vorbereitet auf die Wiedervereinigung? Die Antwort sei sehr klar. Das wäre bekannt geworden, das hätte die Entspannungspolitik ruiniert, denn die Widerstände wären gegen eine Planung der Wiedervereinigung zum damaligen Zeitpunkt nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Westeuropa sehr, sehr massiv gewesen.
Man könnte diesen Zeitpunkt als Anfang vom Ende der DDR bezeichnen, denn am 30. September befanden sich tausende DDR-Flüchtlinge in der Prager Botschaft und als der Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Ausreisegenehmigung verkündete. Welche Zugeständnisse mussten beide Seiten machen, um bei den Verhandlungen auf dieses Ergebnis zu kommen? War die DDR allein überhaupt noch überlebensfähig? Es hat sich später herausgestellt, was wir zum damaligen Zeitpunkt in dieser Schärfe noch nicht wussten, dass sie tatsächlich nicht überlebensfähig war. Man hätte eine drastische Erhöhung der Preise also anordnen müssen. Man hätte die Staatsschulden werden der DDR über den Kopf gewachsen. Das ist später alles bekannt geworden. Damals habe ich aber schon gesehen, dass die DDR ein großes Interesse hat an wirtschaftlichen Hilfen von uns. Und deswegen habe ich in den Verhandlungen auch gesagt, wir sind zu Wirtschaftshilfen bereit. Aber vor einer Lösung der Flüchtlingsfrage wird es keine dieser Hilfen geben. Wir hatten ein zweites Argument, weswegen ich überzeugt war, dass die DDR letztendlich nachgeben müsse. Anfang Oktober war angesagt die Jubelfeier der DDR, 40 Jahre Bestehen der DDR. Und Gorbatschow hatte seinen Besuch angekündigt und die DDR konnte nicht wollen, dass diese Feierlichkeiten überschattet würden von den für sie schädlichen Bildern aus Prag, wo man ja gesehen hatte, wie die Kinder mit ihren Eltern über die Zäune kletterten und in welchem dramatischen Zustand sich damals die deutsche Botschaft befand. Wie hat es sich denn für Sie persönlich angefühlt, auf dem Balkon der Prager Botschaft zu stehen und zu wissen, dass sich etwas gewaltig ändern wird, nicht nur in der BRD, sondern auch in der DDR? Ein bisschen vorbereitet war ich natürlich schon, weil am Tage zuvor, am 29. September, ich gerade mit dem Hubschrauber von Bonn nach Papenburg war und mich erreichte dann der Anruf des DDR-Botschafters, ständige Vertreter, er müsse mich dringend sprechen. Und wir verabredeten uns für den nächsten Morgen um 10 Uhr in meinem Büro. Ich führte das Gespräch gemeinsam mit Außenminister Genscher, der gerade aus New York zurückgekommen war. Und wir erhielten da die Botschaft, die Flüchtlinge dürften ausreisen. Mit diesem freudigen Gefühl sind wir dann nach Prag geflogen. Und die Bilder, die sich uns da ergeben haben, waren so dramatisch und so emotional, dass man das eigentlich gar nicht überhaupt beschreiben kann. Es waren sehr emotionale Momente, historische Momente auch. Und die Freude, die sich dann auch in den Gesprächen mit den Flüchtlingen darstellte, die kann man gar nicht wiedergeben. Hatten Sie die euphorische Reaktion der BürgerInnen erwartet? Ja, natürlich. Man muss bedenken, ich hatte ja die Gespräche vorher schon gehabt mit den 117 Flüchtlingen, die in der deutschen Botschaft, in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin Zuflucht gesucht hatten und die mir auch sagten, wir werden nie mehr zurückkehren in dieses System der DDR. Wir bleiben hier so lange, bis wir nach Westdeutschland kommen können. Ich habe ja auch die Freude und den Jubel gehört, als die Ungarn die ungarische Grenze öffneten zu Österreich. Und von daher war mir bewusst, dass dies, was wir jetzt mitteilen konnten, vom Balkon der Prager Botschaft. Das ist eine riesige Freudenbotschaft und die sich dann ja auch widerspiegelte in den ganz emotionalen Begegnungen. Wie sah der weitere Verlauf des Abends aus? Waren Sie in diesem Moment davon überzeugt, dass die deutsche Einheit kommt? Nein, die deutsche Einheit war damals noch nicht zum Greifen nahe. Sie war auch noch nicht uns gegenwärtig als unmittelbar bevorstehend nach dem Fall der Mauer, sondern erst in Dresden, als wir nach Dresden geflogen sind, der Bundeskanzler mit seiner Delegation, und wir dort diesen überschwänglichen Jubel und den Empfang an der Frauenkirche in Dresden erlebten, wo die Menschen einfach nur deutlich machten, sie wollen die Wiedervereinigung Deutschlands. Welche Rolle spielte die westdeutsche Opposition bei der deutschen Einheit? Die Ostpolitik von Willy Brandt war doch sicherlich ein gutes Fundament für die deutsche Einheit, oder nicht? Die Ostpolitik von Willy Brandt war damals auch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr umstritten. Aber im Rückblick sage ich, sie war uns sehr, sehr hilfreich. Denn sie hatte dazu geführt, dass es eine vermehrte Zahl von Begegnungen gab von Menschen zwischen Ost und West,
Die Reiseerlaubnisse wurden deutlich gesteigert und so konnten die Menschen, die nach Westdeutschland kamen, zu ihren Verwandten erleben, wie die Wirklichkeit in unserem Lande aussah. Also ein Widerspruch zu den falschen Behauptungen, die von den DDR-Rundfunk- und Fernsehanstalten verbreitet wurden. Die Rolle insgesamt allerdings der Opposition, der SPD, war eine andere als wir von der Seite der Bundesregierung, weil wir festgesetzt haben auf eine schnelle Wiedervereinigung, während die SPD den Standpunkt vertrat, Wandel durch Annäherung, also bei zunächst bestehenden zwei Staaten die Situation in der DDR zu verbessern, menschlicher zu machen. Aber das war eine Illusion, denn die Menschen wollten die Freiheit und sie wollten die Einheit Deutschlands. Das zeigte sich ja auch in den Rufen auf den Berliner Plätzen. Wir sind das Volk und dann schließlich auch, wir sind das Volk, ein Volk. Die Revolution hätte auch weniger friedlich verlaufen können. Haben Sie mit dem Kabinett verschiedene Szenarien besprochen? Was hätte denn alles schiefgehen können? Da gibt es eine kleine Geschichte, die ganz wichtig war für uns in der Bundesregierung. Unmittelbar vor der Öffnung der ungarischen Grenze kamen Ministerpräsident Nemeth und Außenminister Horn und Botschafter Horvath mit Bundeskanzler Kohl zusammen auf Schloss Gümnich bei Bonn. Ein Geheimgespräch, wo die Ungarn der deutschen Regierung erklärten, sie würden die Grenzen jetzt für alle Deutschen, die in Ungarn wären, das waren ja zigtausende, öffnen. Das war eine unglaublich großartige Botschaft, die wir da entgegennehmen konnten. Und der Bundeskanzler hat dann im Laufe des Gesprächs gefragt, was wollt ihr Ungarn dafür haben? Und Nemeth hat dann gesagt, Ungarn verkauft keine Menschen. Eine sehr bewegende Situation. Danach hat es ein Telefonat gegeben zwischen Kohl und Gorbatschow. Und Kohl hat Gorbatschow informiert und gesagt, was werdet ihr tun, wenn die Ungarn sich so verhalten? Daraufhin habe es einen Augenblick Stille gegeben und dann habe Gorbatschow gesagt, die Ungarn sind gute Menschen. Warum erzähle ich das? Weil wir seit diesem Gespräch endgültig wussten, dass Gorbatschow niemals zustimmen würde, dass die Soldaten der DDR eingesetzt werden würden gegen die eigene Bevölkerung. Wir wussten also, das wird nicht passieren. Aber wer hätte ausschließen können, dass bei den hunderttausenden Demonstranten plötzlich ein verunsicherter Volkspolizist plötzlich zur Waffe greift? Oder als die Menschen beim Fall der Mauer zu den Übergangsstellen strömten, ein fanatischer DDR-Polizist plötzlich die Maschinenpistole holt? Das haben wir natürlich nicht wissen können, haben gebetet, dass das nicht passiert. Und es ist ja dann noch nicht geschehen. Zum Glück. Es gab natürlich nicht nur Befürworter der Wiedervereinigung. Viele westliche Staatsmänner haben die Einheit tatsächlich abgelehnt. Wo waren Ihnen Ihrerseits oder auch von diesen Staatsmännern die größten Widerstände bzw. Ängste? Also es ist richtig, dass nicht nur in der Sowjetunion, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen Europas große Widerstände waren bei bestimmten Verhandlungen, bei bestimmten Politikern und auch in bestimmten Staaten. Die härteste Gegnerin der Wiedervereinigung war sicherlich Margaret Thatcher von Großbritannien. Es gab aber auch den italienischen Ministerpräsidenten Andreotti, von dem der Spruch bekannt war, wir lieben Deutschland so sehr, dass wir am liebsten zwei davon haben. Und auch Mitterrand war 1989 kein Freund der Wiedervereinigung. Hintergrund, man hatte die Sorge in weiten Kreisen, dass Deutschland, das sowieso das wirtschaftlich stärkste Land Europas damals war, dass Deutschland noch stärker werden würde und dass man gegebenenfalls zu einer Politik, Schaukelpolitik zurückkehren würde, also nicht mehr an dem Ziel vereintes Europa im engeren Sinne, sondern Ausgleichen zwischen West und Ost sich ergeben würde. Das war die Sorge, die man aber dann im Laufe der Zeit den Verhandlungspartnern im Westen nehmen konnte. Und wichtig war ein Gespräch von Helmut Kohl mit Mitterrand Anfang Januar in seinem Urlaubsort am Atlantik, wo die beiden sich auf die Wiedervereinigung verständigt haben.
Gab es nach der Einigung Skepsis bzw. auch Widerstand aus der Bevölkerung gegenüber dem neuen großen Deutschland und einem daraus eventuell resultierenden Nationalismus? Sie meinen Bevölkerung in Deutschland? Ja. Also mit Sicherheit nicht, das haben wir nicht geglaubt. Denn die Freude war einfach groß, dass Deutschland wiedervereinigt ist. Die Freude war groß, dass es den eisernen Vorhang nicht mehr gibt. Und die Freude war auch groß, dass endlich unsere osteuropäischen Nachbarn aus der Diktatur sich befreien konnten und zusammenkommen konnten in dieser europäischen, großartigen, demokratischen, freiheitlichen Gemeinschaft. Nun jähren sich in diesem Jahr die Anschläge in Hoyerswerda zum 30. Mal. Diese sind, wie manche sagen, auch zum Synonym des deutschen Rechtsextremismus geworden. Haben Sie diese Entwicklung vorausgesehen und denken Sie, dass wir dieses Problem jemals in den Griff bekommen werden? Es gab ja nicht nur damals 1992, da war ich Innenminister, die Anschläge in Hoyerswerda, sondern es gab sie in Rostock-Lichtenhagen, aber es gab sie auch in Westdeutschland, in Solingen. Und jetzt will ich das nicht mit einer falschen Betonung versehen, aber rechtsradikale Kräfte haben sich zu eigen gemacht, die Sorgen und die Ängste der Bevölkerung vor einer unkontrollierten Zuwanderung. Denn 1992 kamen innerhalb eines Jahres 440.000 Menschen nach Deutschland und die Sorge war bei bestimmten Schichten der Bevölkerung, dass diese Zuwanderung unkontrolliert erfolgt. Wie übrigens auch 2015, wo die AfD ja plötzlich aus dem Stand in Sachsen-Anhalt als einen Stimmenanteil von 23,5% erhalten hat. Das heißt also, rechtsextremistische, rechtsradikale Kräfte haben sich diese Sorgen der Bevölkerung zu eigen gemacht. Und wir haben damals sehr massiv und eindringlich gehandelt. Wir haben rechtsradikale Organisationen verboten. Wir haben die Polizei gestärkt und wir haben durch den Asylkompromiss 92 dann ja auch wieder ein Stück weit den Frieden in Deutschland zurückbekommen. Also deswegen sage ich, Deutschland ist kein ausländerfeindliches Land. Und wir müssen auch alles tun, ich habe das auch in vielen Reden im Parlament gesagt, aber wir müssen alles tun, dass wir Flüchtlinge so behandeln, wie sie es verdienen. Das sind Menschen, die auf der Flucht sind. Und dass man allerdings sehen muss, dass das nicht unkontrolliert geschieht, sondern ein Stück weit auch geordnet, das liegt auf der Hand. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir uns auf diesen Grundsatz weiterhin bewegen, dass wir dann auch die Chance haben, die Probleme, die damit auch heute ergeben, zu überwinden. Nochmal zu diesem Problem. War die Politik vielleicht zu lange oder ist sie vielleicht immer noch auf dem rechten Auge blind sozusagen und sieht diese rechtsextremistische Bewegung vielleicht nicht unbedingt als gefährlich an, sondern nur als kleine Rebellion des Volkes? Nein, ich glaube, dass die demokratischen Parteien sich einig sind in der Problematik, dass sie alles tun müssen, um in der Aufklärung auch zu sagen, wir sind ein Land, das den christlichen Werten verpflichtet ist. Und es gibt ja auch in Deutschland eine Unmenge von Menschen, Hunderttausende, die tätig sind, ständig auch in den Kirchen und in den Organisationen. Ich war ja lange Jahre auch Präsident vom Deutschen Roten Kreuz. Es gibt die Caritas, es gibt die Diakonie, es gibt die Malteser, die Johanniter, Arbeiter, Samariter Wohlfahrt. Da zeigt sich doch, die Menschen in Deutschland sind nicht rechtsradikal, sondern sie sind hilfreich, dass es Leute gibt, die versuchen, manche Schwierigkeiten auszunutzen. Das müssen wir nicht nur beobachten, sondern auch bekämpfen. Und ich glaube, die demokratischen Parteien sind sich einig, dass Ausländerfeindlichkeit keinen Platz haben darf, sondern dass das auch mit strafrechtlichen Mitteln bekämpft wird. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in einer Rede einmal gesagt, die deutsche Einheit als Erfolgsgeschichte zu sehen, heißt keineswegs blind für noch zu bewältigende Probleme zu sein. Worin bestanden besonders nach dem Mauerfall noch Probleme? Es gab die wirtschaftlichen Probleme, es gab die Arbeitsmarktprobleme, die finanziellen und es gab auch die psychologischen Probleme. Denn die Menschen hatten ja jahrzehntelang in einer Kommandowirtschaft gelebt und nicht in einer freien Demokratie. Und sie mussten sich plötzlich völlig neu ordnen. Viele verloren ihren Arbeitsplatz, weil Fabriken unrentabel waren und nicht weiter
existieren konnten. Und sie mussten sich umstellen. Und die Situation in einem freien Land ist eben eine völlig andere als unter einer Diktatur. Vielleicht kann man das am besten beschreiben, wenn ich ein Zitat nehme von Angela Merkel, die ja selber im Osten groß geworden ist. Sie hat damals gesagt oder später gesagt, der historische Umbruch bedeutete für die Bürgerinnen und Bürger der DDR auch persönlich eine Zäsur in ihren Biografien. Wir mussten uns in kürzester Zeit neu erfinden. Die einen stürzten sich mit Begeisterung auf neue Chancen im beruflichen und öffentlichen Leben. Anderen wiederum fiel es schwer, im neuen Staat unter neuen Bedingungen Fuß zu fassen. Viele plagte das Gefühl, ihre Ausbildung, ihr Wissen würden nicht mehr gebraucht, ihre Lebensleistung werde nicht geschätzt. Also auch viele psychologische Probleme, Einfühlungsvermögen, darauf mussten wir uns dann auch einstellen. Von meiner Mutter, die damals vielleicht 15 Jahre alt war, weiß ich, dass sie zur Zeit des Mauerfalls mit ihrem Vater vor dem Fernseher stand und ihr Vater damals zu ihr sagte, das hier ist Geschichte erleben. Denken Sie, dass auch nach über 30 Jahren gesamtdeutscher Geschichte es noch wichtig ist, von den Ereignissen vor und unmittelbar nach dem Mauerfall, vor allem durch Zeitzeugen wie Sie, zu berichten? Oder wird dieses Thema, wie manche behaupten, zu oft besprochen? Nein, ich denke, die Wiedervereinigung Deutschlands war ja nach zwei Diktaturen, Nationalsozialismus und Kommunismus, zum ersten Mal für viele Menschen in Deutschland wieder der Weg in die Freiheit, in eine Demokratie, in ein neues Leben, menschengerecht. Und daran zu erinnern, dass diese Menschen so viele Jahre und Jahrzehnte unter einer Diktatur haben leiden müssen, das ist, glaube ich, eine bleibende Aufgabe. Und es gilt immer wieder daran zu erinnern, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, der die Menschen nicht in Freiheit ließ. Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang auch Konrad Weiß einmal zitieren, Bürgerrechtler in der DDR und später einige Jahre auch Bundestagsabgeordnete bei Bündnis 90 Die Grünen. Er sagt, wer so viele Jahre wie ich gelebt habe in einem Land, wo der Staat alles getan hat, uns, die Menschen, zu gängeln, ihnen Vorschriften zu machen, sie zu kujonieren, der weiß, es gibt nichts Wichtigeres als die Freiheit für den einzelnen Menschen. Das ist ein sehr schönes Zitat. Für viele Ostdeutsche ist durch die Einheit auch ein soziales Leben weggebrochen. Dieses Thema haben Sie ja vorhin schon mal angeschnitten. Diese Menschen hingen noch sehr an dieser Zeit. Können Sie persönlich diese Gedanken nachvollziehen und wie hätte die BRD besonders diesen Menschen entgegenkommen können, um ihren Übergang in eine neue Sozialpolitik zu erleichtern? Also wir haben, denke ich, eine ganze Menge gemacht und es musste ja auch alles schnell geschehen. Man muss bedenken, dass der Übersiedlerstrom, der die DDR auszubluten drohte, nicht aufhörte mit dem Mauerfall und auch nicht mit Dresden, sondern erst als die Menschen, die Ankündigung erhielten, die D-Mark kommt und wir wachsen jetzt auch wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch zusammen. Also es musste sehr schnell geschehen, denn jeder Monat ohne Wiedervereinigung hätte die wirtschaftlichen Probleme der DDR massiv verschärft und damit auch die sozialen. Von daher ist sehr viel geschehen, um Arbeitsplätze umzugestalten, neue Arbeitsplätze zu finden und auch den sozialen Übergang wie immer möglich auch einigermaßen, wie gesagt, sozial zu gestalten und menschlich. Wir haben erreicht, dass in der DDR innerhalb kürzester Zeit viele blühende Landschaften entstanden sind. Ich rede nicht nur von Dresden und Leipzig, sondern auch von anderen Regionen in Städten und an der Ostseeküste. Aber wir wissen natürlich auch, dass durch den Übersiedlerstrom Hunderttausende Menschen sind nach Westdeutschland gegangen, wir auch noch vergessene Regionen haben und Ortschaften, die sich entleert haben. Und da muss natürlich auf diesem Felde muss unser Augenblick gerichtet sein. Hier müssen wir einiges tun und wir müssen die Angleichung der Lebensverhältnisse auch noch sehr schnell zu einem Ergebnis führen. Gegenwärtig ist es so, dass zwar die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, die Wirtschaftskraft in der DDR gestärkt ist, aber es gibt, wie gesagt, auch noch Baustellen, Angleichung der Löhne und Gehälter oder auch die psychologische Situation, dass es kaum Konzernzentralen gibt in der ehemaligen DDR, die
Und die Zentralen sind überwiegend in Westdeutschland. Das sind nur so einige Probleme, die man auch psychologisch überwinden muss. Nun gibt es zahlreiche Medien, die sich mit den Themen Wiedervereinigung und DDR-Zeit befassen. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Film, ein Buch etc., das besonders realitätsnah ist? Es gibt viele Filme, es gibt viele Bücher. Ich selbst habe auch eine Autobiografie über mein Leben geschrieben. Aber ich nenne vielleicht bei den Filmen zwei. Es gibt auch viele andere. Das ist einmal Bornholmer Straße. Dieser Film zeigt die Stunden vor dem Mauerfall, wie die Menschen reagieren, welche Sorgen und Ängste bestanden, dass die Situation eskalieren würde, wie mutig derjenige war, der ohne Weisung von oben plötzlich die Weisung gab, die Schlagbäume gehen nach oben. Und ein zweiter Film, Im Niemandsland, behandelt im Jahre 1992 die besondere Situation zwischen Ost und West, auch von zwei liebenden jungen Menschen, die zueinander finden, dann wieder auseinander sind aufgrund der damaligen Zustände. Also psychologisch auch ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Werk. Gibt es nach Ihrer Meinung immer noch eine mentale Trennung von Ost- und Westdeutschland? Generell, glaube ich, kann man das nicht sagen. Aber die Wahlergebnisse, die wir jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, zeigen natürlich auch, dass da noch ein Gemisch ist bei vielen Menschen, so wie ich vorhin Angela Merkel zitiert habe, die sich noch nicht richtig gewürdigt fühlen in ihrem Leben. Da gibt es Menschen, die besorgt sind über Zuwanderung oder auch Kriminalität und Sorge haben um ihren Arbeitsplatz. Und das ist natürlich eine nach wie vor wichtige Aufgabe. Ich bin kein Psychologe, aber weiß, dass hier auch manche Bedenken da sind, die nicht gerechtfertigt sind, aber die man aus dem menschlichen Zusammenleben verstehen muss. Und deswegen ein letztes Zitat, das kommt diesmal von mir selber. Ich habe als Innenminister damals, als Kanzleramtsminister im Juli 1992 eine Rede gehalten in der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und habe gesagt, niemand kann übersehen, dass wir uns in den 4 Jahrzehnten der erzwungenen Teilung aufgrund der unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen unvermeidlich eben doch auch ein Stück auseinandergelebt haben. Wir werden diese Probleme nicht über Nacht lösen können, sondern nur solidarisch, mit viel Einfühlungsvermögen, mit wechselseitigem Verständnis und nicht zuletzt mit einer gehörigen Portion Geduld. Also Geduld werden wir, was das anbetrifft, Angleichung der Lebensverhältnisse, vielleicht noch ein bisschen haben müssen. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass es nicht lange dauert, bis wir auch wirtschaftlich und sozial die völlige Angleichung erreicht haben. Was muss denn eine Regierung in Zukunft tun, um dieses Ost-West-Denken, so nenne ich es jetzt mal, abzubauen? Und ist erst dann die deutsche Einheit wirklich vollendet? Also vollendet ist ein Wort, das vielleicht doch nicht ganz passt. Kurt Biedenkopf hat einmal gesagt, es hat ja die Ungleichheit der Lebensverhältnisse auch in Westdeutschland immer schon gegeben. Die starken Länder, Bayern und Baden-Württemberg, hatten eine andere wirtschaftliche Struktur als zum Beispiel damals Schleswig-Holstein oder Bremen. Also eine völlige Angleichung der Lebensverhältnisse wird es nicht geben können. Aber wir müssen, ich habe ja die Baustellen genannt, Angleichung der Löhne und Gehälter und vieles andere, was jetzt auch noch geschehen muss, um Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern. Das ist eine bleibende Aufgabe und wird uns noch lange beschäftigen. Aber ich bleibe und bin optimistisch. Deutschland wird diese Probleme insgesamt lösen und zwar im gegenseitigen Verständnis und im Miteinander zwischen Ost und West. Okay, dann vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Seiters. Danke auch. Das war unsere kleine Sonderausgabe zum Tag der Deutschen Einheit mit dem ehemaligen Bundesminister für besondere Aufgaben, Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister des Innern, Vizepräsident des Deutschen Bundestages und heutigen Ehrenpräsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, Rudolf Seiters. Wir haben viel gelernt und fanden es sehr spannend, mit einem Zeitzeugen und ehemaligen Spitzenpolitiker zu sprechen, der uns Einblicke in diese aufregende Zeit gewährt hat. Vielen Dank für euer Interesse. Habt noch einen schönen Sonn- und Feiertag. Bis zur nächsten JUZ TV-Ausgabe.